Robert Lisko. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, da kann man schon mal durcheinander kommen, aber wir wissen ja ungefähr, wann wir dran sind, von daher ist das kein Problem. Ja, liebe AfD-Fraktion, gut gemeint ist auch nicht immer gut gemacht. Während Ihre Überschrift durchaus noch als nachvollziehbar eingestuft werden kann, stellt die Forderung nach einheitlichen Abstandsregelungen von mindestens 5 Kilometern zwischen Windeinungsgebieten die bisherigen Planungen der Planungsverbände völlig in Frage. Klar ist, dass die Landesregierung eine Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern am 22.05.2012 beschlossen hat, also vor knapp 5 Jahren. Der Minister hat es auch erwähnt. Hier wurde unter anderem festgelegt, dass der Mindestabstand zwischen bestehenden oder neu geplanten Windeignungsgebieten zukünftig nur noch 2,5 Kilometer betragen soll. Die AfD hat da völlig recht. Früher waren es 5 Kilometer Abstandsfläche, aber früher gab es beispielsweise auch nur einen Abstand von 500 Meter zur Wohnbebauung. Ich weiß nicht, ob Sie zu diesem Tatbestand auch zurückkehren wollen. Auf Grundlage der vom Land vorgegebenen Richtlinien haben die Planungsverbände mit der Teilfortschreibung ihrer regionalen Raumordnungsprogramme begonnen und sind teilweise sehr weit fortgeschritten. Klar ist, dass die Planungsverbände im Rahmen der kommunalen Planungshoheit von den Vorgaben der Landesregierung abweichen können. Auch das wurde mehrfach erwähnt. Diese Richtlinien verstehen sich als einheitliche Empfehlung. Man darf sie selbstverständlich auch ausweiten. In den einzelnen Planungsverbänden kann also sehr wohl auf kommunaler Ebene ein 5-Kilometer-Kriterium eingeführt werden. Diese Entscheidungen sind aber vor Ort in den regionalen Raumordnungsverbänden zu treffen. Entsprechende Anträge gab es auch bereits in Vorpommern und sie gab es auch vor kurzem in Westmecklenburg. Werte AfD, sind Sie sich überhaupt im Klaren, was die rechtlichen Konsequenzen Ihres Antrages sind? Eine Neufassung dieser Landesrichtlinie würde uns nämlich ins Chaos führen und die bisherige Planung völlig ad absurdum führen. Aktuell sind nämlich bereits zwei Regionalpläne von 2011 im Land unwirksam, weil damals die Kriterien nicht konsequent angewendet worden sind. Wenn jetzt, wie in Vorpommern, nach teilweise 3 Auslegungen der Fortschreibung ein Kriterium der Raumordnung verändert wird, beginnt dort der gesamte Planungsprozess von neuem. Man hätte keine verfestigte Planung mehr. Und weil wir zumindest in 2 Planungsverbänden, wie gerade erwähnt, keinen verfestigten Plan vorliegen haben, würde dort im Bereich dem Wildwuchs Tür und Tor geöffnet werden. Denn eines, da müssen Sie sich bewusst sein, ist völlig klar. Sollte in den Planungsverbänden keine verfestigte Planung vorliegen, gilt das Baugesetzbuch nach 35 Absatz 3 unmittelbar. Hier ist die Privilegierung von Windkraftanlagen eindeutig geregelt. Man könnte von einem geregelten Ausbau überhaupt nicht mehr sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man, wie die Vertreter der AfD, zu der Auffassung gelangt ist, dass in unserem Land eine zu hohe Dichte von Windenergieanlagen und eine Verspargelung der Landschaft zu verzeichnen ist, dann muss man das deutlich artikulieren. Das tun sie ja regelmäßig. Aber man muss dann auch geeignete Maßnahmen finden, um diese Entwicklung bald gegenzuleiten. Und eins darf man nicht, man darf nicht bestehende Vorgaben außer Kraft setzen und so den Ausbau der Windenergieanlagen noch weiter fördern. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich noch einiges zur Entwicklung der Ausweisung von Eignungsgebieten für Windkraft im Lande in unserem Land sagen. Bereits die CDU-geführte Landesregierung und der Ministerpräsident Bernd Seite hat sich für eine geordnete Ausweisung von Windeignungsgebieten in unserem Land eingesetzt. Mit einer Weißflächenkartierung wurden schon damals Gebiete ausgewiesen, die Errichtung von Windkraftanlagen in Frage kommen können. Wie bitte? Ja, die haben das vielleicht weitergeführt. Das sehe ich nicht so, aber gut. Nur durch diese Verfahrensweise konnte damals ein geordneter Ausbau und eine Nichtprivilegierung des 35 unterbunden werden. Wenn Sie also der Auffassung sind, dass ein geordneter Ausbau in unserem Land der richtige Weg ist und daher werden wir im Antrag ablehnen. Vielen Dank.